Also einmal den Leuchtturm bitte. Ein weiteres Schiff hat den fliegenden Henker gesichtet, ja. You have my ear, Casita. Of what do you wish to discuss today? Ich höre zu, Casita. Was möchtest du heute besprechen? Nichts gerade. Das ist Forantes Studierzimmer und das ist die Turmspitze. Nee, Forante beklauen bringt uns gerade nichts. So sieht das besser aus, ja. Castol warned me you would come, but he did not indicate how much he'd have briefed you in advance. Castol warnte mich, dass du kommen wirst, aber er machte keine Angaben, wie weit er dich schon eingeweiht hat. Der Kapitän glättet die Manschetten seiner Rüsche Ärmel und ist bereit, zur Sache zu kommen. Castol dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Mir steht es nicht frei, das zu sagen. Nehmen wir dir eins. You can assure Castol that I would have handled it in due time. I've simply been tied up with other matters. Du kannst Castol ausrichten, dass ich es rechtzeitig erledigt hätte. Ich war einfach noch mit anderen Dingen beschäftigt. Er zieht mit dem Mund etwas, während er nachdenklich mit einem Daumen über den runden Knauf seiner Steinschlosspistole fährt. Allerdings, und dann lächelt er, scharf und ohne jegliche Warmherzigkeit. If you were to handle this small matter for the both of us, I would see to your reward, personally. Wenn du hier bist, um diese kleine Sache für uns beide zu klären, würde ich dich persönlich belohnen. Mit den Achsen zucken. Oh, yes. Assuredly. You are one of Castols. Oh ja, sicher, ich bist du einer von Castols Leuten. Sein Lächeln wird breiter, ein bisschen verschlagen, sehr wissend. You have to go to Crookspur and speak with a Master Kua. He runs the island. Du sollst nach Crookspur gehen und mit deinem Meister Kua reden. Er verwaltet die Insel. Sehr vor uns Mond steht leicht offen. Vertigo kitzelt den Rand deiner Gedanken, als würdest du über den Rand der Welt hinausschauen. Flogging, fuck. Die reinste Scheiße, knurrt Seraphin, seine Nasenflügel heben, erbeben über einer gekräuselten Lippe und seinem krummen Zehen. Ein eiskalter Splitter aus Hass und Verrat gleitet zwischen deine Rippen und in den Zwischenraum deiner Lunge. Seraphin dreht sich ab und das Gefühl schwindet. Hand me your map, and I'll mark Crookspur's location. I trust that Castol has already pressed upon you the need for discretion regarding this matter. Don't... Gib mir deine Karte, ich trage dir den Standort von Krummsporn ein. Ich denke, Castol hat dir bereits die nötige Diskretion in dieser Sache klar gemacht. Lass das, er schnappt sich die Karte aus deinen Händen. Beantwortet das. Nachdem er ein schwarzes X eingezeichnet hat, gibt er dir die Karte zurück und geht ohne ein weiteres Wort. Ja. Ado, and how is the sea treating you, Watcher? Ado, wie ist die See zu dir, Wächter? Okay, der kann mir nichts sagen über Tatsattel. Ich sehe hier keine Treppe. Wo könnte ich den übersehen haben, den Tatsattel, wenn er jetzt nicht hier oben ist? Und er ist nicht hier oben. Das ist schlecht. Stauholz war doch richtig, oder? Ja, Stauholz, da bin ich doch gerade.
Wer sitzt hier eigentlich nochmal alles? Captain Merte ist auf der Rückseite des Stuhls eingeritzt. Goldflosse Chiara. Kapitän Zweiauge Pim ist auf der Rückseite eingeritzt. Ja, das ist Forante. Captain Eldis ist Platz 2. Benwef, den haben wir ja vernichtet. Und die verrückte Morena. Zweiäugiger Pim steht hier. Forante kennen wir. Wir kennen die drei. Also fehlen zwei Stück, die wir entweder nicht kennen oder die ich schon längst wieder vergessen habe. Ha, aber wo ist jetzt dieser Tatsattel? Folge die göttlichen Piraten in Stauholz. All right. Which one of us am I thinking of now? You be thinking of the Watcher. That's 10 in a row. That's some talent you got. Aye, the talent of noticing who you be glancing at before you ask me who you be thinking of. It's sehr tolles Spiel. Okay, an wen von uns denke ich gerade? Du denkst an den Wächter. Das sind 10 hintereinander, du bist echt talentiert. Ey, talentiert zu bemerken, zu wem du rüberschießt, bevor du mich fragst, an wen du denkst. Okay. Na, Kleinholz. Keep moving. This here is for the crew of the Divine Barge. You ain't a part of it, so you ain't getting inside. Weitergehen, das hier ist für die Mannschaft der göttlichen Barke. Du gehörst nicht dazu, also kommst du nicht rein. Ich bin bei den Prinzipien gut angesehen. Das wird doch sicherlich für etwas gelten. Listen, I'm from the Deerwood. We don't lick someone's boots just because they're important. Hör mal, ich komme aus dem Deerwald. Wir lecken Leuten nicht die Stiefel, nur weil sie wichtig sind. I won't even curtsy when I throw your ass out of here. Now get! Ich werde nicht mal einen Knicks machen, wenn ich deinen Hintern hier rausschmeiße und jetzt verschwinde. Herr Blanca, let us pass. I know you have Jacolo. I have known him since I was a girl in the Republics. Per Komperka, lass uns passieren. Ich weiß, dass ihr Jacolo habt. Ich kenne ihn, seit ich ein Mädchen in den Republiken war. So? Why should I care? Na und? Was geht mich das an? Sie muss eine Galloway-Gottähnliche sein, so wie sie aussieht. He saved my life. He has saved the lives of many of our kind. Whatever you think he has done, you have the wrong idea about him. Er hat mir das Leben gerettet. Er hat unzähligen von uns das Leben gerettet. Was auch immer ihr denkt, dass er getan hat, ihr habt eine falsche Vorstellung von ihm. Sie verzieht das Gesicht, sie kratzt sich das Fell in ihrem rechten Ohr, schaut auf die Tür und dann auf dich. Sie spricht die Wahrheit. Nicken. Warum siehst du mich an? Kannst du dich nicht entscheiden? Zu langsam angreifen. Nicken wir mal. Fine. I probably won't live to regret this. Na schön, ich werde ohnehin nicht lang genug leben, um es zu bereuen. Sie wendet sich zur Tür und zieht einen Schlüssel aus der Tasche an ihrer Hüfte. Mit einer schnellen Drehung schließt sie die Tür auf und öffnet sie. After you. Nach dir. Sie deutet auf die Tür. Super. Wie kann man Kleinholz heißen? Cosenza, we are honored by your presence, Captain. What brings you to this place? Das ist mal ein Bug. Die Kenze, deine Anwesenheit ehrt uns, Captain. Player Name, was führt dich zu diesem Ort? Captain Player Name. Ja, hi, ich bin Captain Player Name. Oh, richtig. Ich bin Captain, Spitze Klammer auf, Player Name, Spitze Klammer zu. da ist der Platzhalter nicht richtig ersetzt worden, ja. Was führt dich zu diesem Ort? Wir sind wegen dem entführten Beseeler hier, Jacolo. Palegina anschauen. Angreifen, nichts sagen. Palegina anschauen. You have abducted the Animancer Jacolo, a valued citizen of the Valian Republics. Sie tritt vor, ihr habt den Beseeler Jacolo entführt, einen hochgeschützten Bürger der Valianischen Republiken. He enjoys the protection of the Duke's bells and bannets, and through them,
The Fremas miss Gongsuelias. Kann sie aufhören mit Fachworten um sich zu schmeißen, die nicht mal ich verstehe? Er steht unter dem Schuss der Dux Bels und Pantis und durch sie auch der Fremas mes Gongsuelias. Ich kann kein Spanisch. Oder Italienisch. Ich glaube eher Spanisch. As a representative of the Brotherhood, I am here to negotiate his safe release. Als Vertreter der Bruderschaft bin ich hier, um seine Seele Freilassung if zu fragen. If Jocolo is not returned to us in good health, everyone involved in his kidnapping will face the wrath of the five sons. This, I swear. Wenn Jocolo nicht wohlbehalten zu uns zurückkehrt, wird jeder, der an seiner Entführung beteiligt war, den Zorn der fünf Sonnen zu spüren bekommen. Das schwöre ich. I see. We ourselves have been debating what to do with Giacolo for quite some time. Tatsattel nickt. Ich verstehe. Wir selbst haben lange debattiert, was wir mit Giacolo machen sollen. Ist er ein Gott, ähnlicher von Rimmergarnt? So wie er aussieht? Giacolo steht hinter ihm, hinten im Raum und betrachtet dich nervös. Obwohl er unversehrt scheint, zuckt er bei jeder Bewegung der Piraten zusammen. Tatsattel blickt auf die Decke, scheinbar in Gedanken versunken. Er seufzt tief und schließt unangenehm lange die Augen. Endlich senkt er den Kopf und nickt entschlossen. We are lost in the woods. You will guide us out by traveling the branching paths of Altleha. Wir haben uns im Wald verirrt. Du wirst uns hinausführen, indem du die verzweigenden Wege von Altleha bereist. Was? Die Augen zusammenkneifen und überzeugt nicken. The forest is defined by its boundaries. There are a finite number of ways through a forest, just as there are a finite number of ways this can end. Ein Wald wird durch seine Grenzen definiert. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Wegen durch den Wald, so wie es auch eine begrenzte Anzahl von Wegen gibt, wie das hier ausgehen kann. I know the ways out of the forest, but you will choose the paths to take. Ich kenne die Wege, die aus dem Wald herausführen, aber du wirst die Wege wählen, die wir einschlagen. Ich wähle den Weg des Todes, wenn du das sagst. Also gut, wenn du das sagst. Der Captain holt eine kleine Wachstafel und einen schlichten Metallstift hervor. Er kratzt ein paar Worte in die Tafel und hält den Stift darüber, bevor er dich ansieht. A woman is with a child, and she learns that if the child is born, it will suffer greatly and have a short life. Eine Frau erwartet ein Kind und erfährt, dass das Kind sehr leiden und nur ein kurzes Leben haben wird, wenn sie es zur Welt bringt. If she ends the child's life before it truly begins, is this good or bad? Wenn sie das Leben des Kindes beendet, bevor es beginnt, ist es gut oder schlecht? I saw enough of that during the legacy. Answer simple enough. When they ended it early, that was bad beyond measure. And when they didn't, same thing. Ich sah genug davon während des Vermächtnisses. Die Antwort ist ganz einfach. Als sie es vorzeitig beendet haben, war es jenseits von schlecht, und als sie es nicht hatten, war es das Gleiche. Ja, da hat Edea recht. Und mit das Vermächtnis ist Weitwinds Vermächtnis, also die Hohlgeborenen, gemeint. Gut, schlecht. Ich denke, das Ganze ist komplizierter. It is. But I am the Pathmaster, and you are the Traveler. I decide what paths exist, and you decide what paths you take. Das ist es, aber ich bin der Wegmeister und du bist der Reisende. Ich entscheide, welche Wege existieren und du entscheidest, welche du einschlägst. Ich würde mal sagen, es ist schlecht, weil nur auf irgendeine Vorhersage zu hoffen, ist noch lange kein Grund, das Kind noch vor der Geburt abzumurksen. Es ist schlecht. Als einzige Reaktion macht er einen kleinen Strich auf seiner Wachstafel. You discover a powerful new technology. But you are afraid some people may misuse it for ill purposes. Du entdeckst eine mächtige neue Technologie, aber du fürchtest, dass manche Leute sie für böse Zwecke missbrauchen können. Would you destroy the technology, regulate access to it, or make it available to everyone equally? Wirst du die Technologie zerstören, den Zugang zu ihr regulieren oder sie für alle gleichermaßen zugänglich machen? Certainly it should not be destroyed. It would only be a matter of time before someone else made the same discovery. Es sollte doch sicherlich nicht zerstört werden. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes dieselbe Entdeckung macht. Well, there's always the potential for ill, but we cannot govern people by removing their choices. We must trust that reason and moderation will win out. Es gibt stets ein Potenzial für Missbrauch, aber wir können die Leute nicht regieren, indem wir ihnen ihre Entscheidungsfreiheit nehmen. Wir müssen darauf vertrauen, dass Vernunft und Mäßigung die Oberhand gewinnen werden. Er nickt und sieht dich an.
Palegina und Alof haben da schon einen Punkt. Zerstören ist Blödsinn. Man kann nicht den, wenn man den Fortschritt zerstört, wo gehen wir, geht's dann hin? Regulieren, Zensur und solche Sachen sind immer eine schlechte Entscheidung. Machen wir es wirklich für alle verfügbar. Er nickt und macht einen kleinen Strich über der Wachstafel. Ja, Selbstständigkeit. Mach. Alofs rascher Blick zeigt seine An Zufriedenheit. enemy Gut. of yours is being persecuted. The grounds of the persecution are, by measure of your own compass, unfair. Ein Feind von dir wird verfolgt. Die Gründe dafür sind nach deinem eigenen Ermessen ungerecht. Would you allow the persecution to continue, or would you intervene to stop it?